Moin Moin zur Geekshow, mein Name ist Alex und bei mir ist wie immer der Erik. Moin Erik. Moin Moin und herzlich willkommen zu einem, ja, rückblickend gesagt, tatsächlich einem der interessantesten Themen. Wenn man sich mal so die Statistiken anguckt, ne? Windows 10 zieht ziemlich gut und wir kennen uns da zwar beide sehr, sehr gut aus, aber ich glaube auch diesmal haben wir uns wieder hochgradige Unterstützung geholt. David, sag mal hallo. Hi, hochgradige Unterstützung. Ja, direkt erstmal die Erwartungshaltung richtig setzen. Ja, genau, genau. So richtig hoch und du kannst dann erfolgreich unterbieten. Genau, super. Ja, David, für alle, die dich noch nicht kennen, stell dich doch mal vor. Ja, also ich bin David Dasnevis, Premier Field Engineer bei Microsoft, jetzt schon fast 2 Jahre. Und in den Bereichen Windows 10, Windows as a Service, PowerShell, DevOps unterwegs. Und auch fleißig am Bloggen und am Sharen. Ja, und David, Erik und ich, wir haben so einen eigenen Verteilerkreis, da kommen manchmal E-Mails an. Ich will es nicht sagen von wem, aber so, es leitet einen mit, Jungs, ich bin komplett verzweifelt. Und dann folgt irgendein Fehler und ja, da wir uns so gut austauschen und das ja auch schon in einigen Geek-Schau- und Geek-Sprechformaten gemacht haben, haben wir uns gedacht, wir machen das, wie ja bereits schon angekündigt, zu einem regelmäßigen Format, dass wir eben bei neuen Releases von Windows eben, da holen wir uns einen erfahrenen Sprecher und einen erfahrenen Berater rein, in dem Fall ist das David, und werden gemeinsam da eben in regelmäßigen Abständen regelmäßigen Releases von Windows 10 eben über die neuen Features, Funktionen und was uns so aus dem Feld treibt, eben diskutieren. Ja, und damit wollen wir heute loslegen. David. Ja, super. Sehr gut eingeleitet. Und das ist auch so, ich sag mal, eine der typischen Anfragen, die ich sehr häufig bekomme. Die Release wechselt alle 6 Monate und Microsoft shared natürlich das Wissen mittlerweile sehr, sehr gut auf unseren Blogartikeln. Das ist aber auch gleichzeitig ein großes Problem, wie ihr wisst. Man muss jetzt relativ viele Blogs auf dem Schirm haben, man muss immer aktiv auch das Ganze verfolgen. Ansonsten läuft mit der Zeit auch ganz schnell das Wissen davon. Und deswegen sind wir jetzt heute hier und gehen mal ganz grob durch die Windows 10 17.09 Features. Ich habe jetzt nur einfach mal so die wichtigsten Sachen zusammengefasst. Eigentlich könnte man wahrscheinlich über das 17.09 bestimmt eine ganze Woche reden. Deswegen, wenn ich irgendwas jetzt nicht in dieses Slide Deck drin habe oder wenn Sie denken, dass hier das gar nicht so vollständig ist, dann ja, das ist aus gutem Grund. Wir fokussieren uns nur auf die wichtigen Sachen. So, dann starten wir auch gleich mit einem unserer Schmankerl, sage ich mal. Das wurde auf der Ignite auch fleißig geshared und geteilt. Und ich kann auch nur empfehlen, mal ganz kurz einen Blick in die Ignite-Sessions zu werfen. Da wurden auch viele Informationen einfach so parallel noch mitgegeben. Und eine davon ist das wunderschöne Autopilot, mit dem man jetzt sehr elegant Geräte provision kann. Und nicht mehr sich, ich sag jetzt mal, den administrativen Overhead immer zu Gemüte führen muss. Habt ihr schon Erfahrungen damit gemacht, Erik? Ich habe es tatsächlich ausprobiert. Ich finde es interessant. Ich habe so 2, 3 Sachen, wo ich sage, da kann man noch verbessern und kann noch ein bisschen erweitern an Funktionalitäten. Ich habe tatsächlich noch keinen Kunden gefunden. Also es gibt viele Kunden, die sagen, oh, ja, ist ganz interessant, das gucken wir uns mal an. Ja, aber es ist alles recht träge im Moment. Ist aber auch fair, ist recht neu, von daher muss man sich auch erstmal langsam rantasten. Ja, exakt. Wir haben einen Kunden, den ich ja auch oft strapaziere, in der Versicherungsbranche, die tatsächlich damit schon gestartet sind. Wir sind da gerade dran, eben so ein Modern Deployment Projekt zu machen, also mit wirklich allem, was so dazugehört. Mhm. Sind da auch eben eher in der Pilotierungsphase, ne, da auch eben Cloud Management Gateway ja noch in Preview war ganz lange und jetzt eben auch mit dem Co-Management sind wir am Testen und da ist tatsächlich die Situation, dass wir mit Autopilot am Testen sind, beziehungsweise eben mit dem ORM sprechen, ob man eben zukünftig diese Listen, diese Client-Listen eben automatisiert von dem ORM bekommt und somit eben das Onboarding besser, charmanter umsetzen kann. Aber wir sind da auch noch nicht besonders in der Umsetzungsphase, sondern eher noch am, wie können wir unseren Prozess drumherum straffen. Mhm. Sehr gut. Ja, ich sehe es jetzt bei meinen Kunden ganz viel. Da werden jetzt aktuell die Proof of Concepts hochgefahren, dass man auch mal zeigt, dass die Lenovos damit betankt werden können und wie das Ganze dann auch aussieht.
weil viele können sich gar nicht darunter vorstellen, wie leicht das Ganze ist. Also ich habe jetzt hier einfach mal so den Ablauf, den dreistufigen Ablauf. Und als allererstes muss ich jetzt als Administrator so ein Profil erstellen, ein Autopilot Deployment Profile, wo ich definieren kann, wie sich das Gerät auch bei der Installation dann verhält, also wie die User Experience ist. Dann habe ich parallel dazu einen OEM Reseller, der mir dann als Beispiel einfach diese CSV-Dateien entweder selber hochlädt oder mir zur Verfügung stellt. Die werden dann Store for Business hinterlegt. Und für den User ist es jetzt ganz simpel. Dann kann der User jetzt ohne Probleme das Gerät entweder nach Hause oder direkt ins Büro geliefert bekommen und hat sein niegelnagelneues Gerät in den Händen. Das packt er aus, schließt es ans Netzwerk an und oder ans WLAN gestartet braucht er nur noch seine E-Mail-Adresse, also seinen Usernamen und sein Passwort einzugeben. Das Gerät erkennt beim Einschalten bzw. bei der ersten Verbindung automatisch, dass das ein Gerät von dem Unternehmen ist und dass es vorprovisioniert werden muss und dann wird der User durch die Installation geführt. Wenn das Ganze durchgeführt wurde, ist das Gerät ready to go, es wird automatisch, es ist der dritte Punkt unten, ins Azure AD gejoint und auch mit den entsprechenden Policies versehen, die hinterlegt sind. Und das macht es super leicht, jetzt einmal die Geräte zu verteilen und das Ganze auch zu skalieren. Das Schöne ist, der User wäre normalerweise jetzt eigentlich Administrator, aber durch das Provisioning ist er jetzt eigentlich nur noch ein normaler User und man kann so im Prinzip das gesamte Unternehmen relativ zügig mit neuer Hardware bestücken, ohne dass ich administrativen Overhead habe in irgendeiner Art und Weise. Also eine sehr, sehr charmante Lösung und ich bin mir auch relativ sicher, dass das hier in den nächsten Jahren ganz großen Einzug halten wird und natürlich, ich sag mal, viele Aufwände, die es bis dato gibt, eliminieren wird. Also ich denke, ihr werdet mir da nicht widersprechen, oder? Nee. Also es ist tatsächlich ein interessantes Ding. Ich glaube halt, was Alex vorhin schon mal sagte, ne, es müssen sich halt gewisse Prozesse beim Kunden ändern, weil viele sind da ja sehr festgefahren. Mhm. Aber ich glaube, wenn man sich dem Ganzen einmal öffnet, dann gibt es da ganz interessante Szenarien und Möglichkeiten. Exakt. Auch ganz wichtig ist, für alle die sich vielleicht Autopilot wirklich in der sehr frühen Phase angeschaut haben, hat jetzt auch Einzug in Intune erhalten. Das heißt also, vorher war es ja nur in Windows Store, also in Windows Store for Business konfigurierbar. Heute hat es eben auch in Intune die Möglichkeit, da hast du als Admin auch die Möglichkeit, in Intune eben genau diese Konfigurationseinstellungen zu machen, die wir vorher nur in Windows Store for Business gesetzt haben. Ja, exakt, genau. Da gibt es auch sehr, sehr gute Videos von der Ignite, die einfach anschauen, weil die erklären das vollumfänglich und die führen einen auch einmal durch das Szenario durch. Ein weiterer ganz wichtiger Hinweis ist die Microsoft Mechanics, also Microsoft Mechanics unter YouTube einfach mal suchen. Das sind im Prinzip technische Videos, die wir exklusiv, ich sage jetzt mal schon fast professionell drehen. Und diese haben eigentlich das Ziel, in sehr, sehr kurzer Zeit sehr viel Wissen zu vermitteln. Und da gibt es auch ein Video, das geht 5 Minuten von dem Program Manager vom Autopilot, der genau zeigt, wie das Ganze einmal durchgelaufen wird und wie das Ganze aussieht. Das ist noch so als kleiner Geheimtipp. Sehr gut. Da haben wir nochmal die Features runtergeschrieben, wie das Ganze aussieht. Restricted Administrator Account Creation, wo dann der normale User hinterlegt wird. Und ich kann die Out-of-the-Box-Experience komplett definieren, wie es aussieht. Was es natürlich super angenehm macht. Je nachdem, ob ich meinen Usern jetzt viel Möglichkeiten geben möchte, Sachen direkt zu ändern oder ob ich das Ganze sehr restriktiv machen möchte. Also für alle Kunden ist da eine Lösung dazwischen. Dann gehen wir mal ein bisschen weiter. Ich fange jetzt mal ein bisschen mit den uninteressanteren Features an. Die Windows 10 Subscription Activation läuft jetzt gebunden über den User und ich brauche jetzt gar kein Passwort mehr, kein KMS etc. im Hintergrund, sondern das Ganze ist an den User gebunden. Und das Gerät, dadurch, dass die SKUs alle in dem Image integriert sind, also Pro und Enterprise parallel integriert sind,
können wir ganz bequem mit der Account Activation auf Enterprise wechseln und der User merkt davon fast gar nichts. Dann gehen wir ein bisschen weiter. Zum einen Feature, das nennt sich Windows Automatic Redeployment, um Geräte relativ zügig aufzusetzen oder zu reinstallieren. Und ich habe jetzt einfach mal so zwei Screenshots reingehängt, wie sowas Ganze aussieht. Das heißt, ich habe auf der linken Seite die Anne Collard, die das Gerät jetzt einfach neu aufsetzen möchte. Dafür drückt sie dann im Lockscreen einfach Control-Windows-Taste R und dann muss sie ihren Administrator-Account eingeben oder der Account, der hinterlegt ist, und das Gerät wird relativ zügig redeployed, was das Ganze natürlich im Fehlerfall und oder beim Abgeben der Rechner sehr angenehm macht. Dann noch ganz wichtige Infos im Bereich Updates. Also wir haben logischerweise das Windows Update for Business GPO-seitig nochmal angefasst. Wir haben ja auch die Namen geändert, für alle, die es noch nicht mitbekommen haben. Wie immer. Ja, also ich würde sagen, das war aus gutem Grund, muss man eigentlich sagen. Also vorher hießen die Namen im Windows 10-Umfeld Current Branch und Current Branch for Business. Und das, was ich bei meinen Kunden immer gesehen habe, war, ja, wir sind Business, wir machen Current Branch for Business. Who cares about Current Branch? Und haben dann erst angefangen mit der Erstellung der GPOs etc. zur Zeit der Veröffentlichung des Current Branch for Business, wodurch dann diese wichtigen 4 Monate verloren gegangen sind und viele da auch, ich sag jetzt mal, Probleme gehabt haben, das Ganze dann zeitlich hinterher in die Wege zu leiten. Also wir hatten auch relativ viele Kunden, die es nicht geschafft haben, das 15.11 rechtzeitig abzulösen. Hier auch nochmal diese ganz wichtige Info. So nach dem Motto, ach ja, Oktober, naja, das hättet ihr uns ja früher sagen können, dass das out of support geht. Das war natürlich bekannt seit Anfang an. Und weil das so viele Kunden waren, ist dann seitens Program Management auch offiziell das Statement gekommen, na gut, für das 15.11 werden wir den ganzen Support 6 Monate verlängern, was dazu geführt hat, dass alle Kunden, die es auf Biegen und Brechen versucht haben, in der Zeit hinzukriegen, mich dann alle angeschrieben und gesagt haben, hey Jungs, wir haben hier wirklich unter Stress das hingekriegt und jetzt kommt euer Program Management hier daher und verlängert das Ganze um weitere 6 Monate. Und die Antwort muss ganz klar sein, gut, dass ihr das getan habt, weil ihr müsst euch eintakten. Das war eine einmalige Geschichte. Es war eine einmalige Geschichte und das wird ab 18.03 sehr restriktiv gehandelt werden. Das heißt, ab 18.03 spätestens sind diese 18 Monate tief gesetzt und dann gibt es keine Gnadenfrist mehr. Und da bitte auch fokussiert darauf achten, dass diese Upgrades zeitlich geschafft werden. Zusätzlich dazu, um im Prinzip noch mehr Informationen zu bieten, um die Möglichkeit zu bieten, relativ früh die ganzen Sachen anzuschauen, haben wir ein sogenanntes Insider-Programm for Business, wo man sich mit einer kompletten Azure AD-Domain für das Windows Insider-Programm klassifizieren und eintragen kann, um einfach frühzeitig die neuen Features anzusehen, um frühzeitig eventuell Line-of-Business-Apps zu testen, um frühzeitig auch einfach mal mit den Features, ich sag jetzt mal, zu spielen. Wir kennen das alle, auf Heise wird dann wieder ein neues Insider-Preview vorgestellt mit irgendwelchen lustigen Features und man möchte diese sofort testen, möchte aber vielleicht nicht selber mit seinem Gerät da rein. Und da könnte ich in dem Enterprise-Umfeld auch spezielle, dedizierte Geräte einfach im Insider-Preview drin haben. Also bietet sich zum Beispiel an eine virtuelle Maschine und jeder, der möchte, kann sich das dann anschauen. Jetzt bist du ja bei den Großen unterwegs, hier mindestens in Deutschland. Ja. Erzähl mal, wie ist denn wirklich die Erfolgsquote von dieser Adaption von dem Windows as a Service? Ist das denn gerade bei den Großen wirklich gesetzt und was haben die für Workarounds gefunden, was die ihre Line-of-Business-Applikationen angeht? Weil das ist ja immer noch so der große Stolperstein. Ja.
Ja, also ich bin da jetzt auch, ich sage jetzt mal, in einer relativ großen Initiative, punktuell bei großen Unternehmen dabei, um dieses Windows as a Service zu platzieren. Also es gibt so ganz wichtige Informationen, die immer noch nicht angekommen sind, in der IT. Das Erste, das ist eigentlich so mein Satz, mit dem ich immer gerne anfange, weil meistens wird das Windows 10 aus dem Grund platziert, ich möchte jetzt gerne ein neues Betriebssystem haben. Windows 10 ist kein Windows 10 Projekt. Windows 10 ist ein IT-Infrastrukturprojekt. Und was ich ganz häufig sehe, der größte Fehler ist, dass das Ganze im kleinen Team angestartet wird und auch gebaut wird und dann vorangeschritten wird und dann natürlich nicht mit anderen Teams abgestimmt wird, beziehungsweise dass da die Abhängigkeiten, die es da gibt, und die da auch, ich sag mal, in der Zukunft kommen werden, dass die komplett out of scope sind. Auch das Pushen dieser Upgrades wird komplett außer Acht gelassen. Hauptsache, wir sind jetzt auf Windows 10 und das mit den Updates können wir uns später anschauen. Also das ist das Erste, was ich momentan mache. Und das Zweite ist dann im Prinzip so der Schritt danach. Wenn das Ganze auch vom Management, also wir reden jetzt nicht von IT-Infrastruktur, sondern wirklich vom hohen Management verstanden wurde, ah, da ändert sich was, das Ganze ist moderne IT, das Ganze ist schneller, das Ganze muss anders angegangen werden, Prozesse müssen angefasst werden, dann redet man darüber, okay, wie baue ich das Testing auf, wie baue ich das Ganze Deployment auf, wie gehe ich in die Prozesse zum Erstellen von dem nächsten Client. Wie kann ich Zeiten sparen? Ich habe auch gleich noch so zwei, drei Slides, wo ich eventuell noch ein bisschen ausholen würde. Aber die Adaption heute ist immer noch, wie sage ich es jetzt sehr diplomatisch, sehr spärlich. Das kann ich nur bestätigen. Also ich habe das just im Moment auch in einem Projekt, wo wurde immer viel über Windows 10 und Windows 10 und Windows 10 und dann legte man mir den Rolloutplan vor und der erstreckt sich bis 2019. Wo ich dann sagte, okay, was rollen wir denn dann aus? Naja, 17.03. Ich sage, das wird im März 2019 ein bisschen schmerzlich, weil nicht mehr supported. Na, also genau, was du gerade sagst, im Endeffekt. Ne, man ist irgendwie bei diesem, wir installieren da ein neues Betriebssystem, aber dass sich damit noch viel mehr ändert, das ist manchmal leider, bleibt leider auf der Strecke. Deswegen ist es auch umso wichtiger, dass die Unternehmen jetzt anfangen, ne? Also wir sind immer noch mit ein paar Unternehmen im Gespräch, die sagen so, ja, Windows 10 haben wir ja noch ein bisschen Zeit, 2020 läuft Windows 7 erst aus, ne? Also es ist so wichtig, jetzt damit anzufangen, weil es eben sehr, sehr viele Dinge im Unternehmen verändert und wie du sagst, eben eher prozessual als rein technisch. Ja, das ist definitiv richtig und das wird auch, ich sag mal, nächstes Jahr bestimmt noch interessante Informationen in den Bereichen geben, wo wir dann auch viele Kunden haben, die da, ich sag mal, die Transformation mitmachen müssen. Windows as a Service, es wird immer auch oft von Microsoft war der Meinung, hey, warum machen wir nicht einfach mal die Betriebssysteme zweimal im Jahr? Das hat einem in Microsoft relativ wenig zu tun. Man muss sich einfach nur mal in der IT ein bisschen umsehen, in der Security ein bisschen umsehen, was denn da aktuell draußen los ist. Und was man auch wissen muss, alles, was in den Nachrichten steht, ist auf freiwilliger Basis oder halbwegs unfreiwilliger Basis in die Nachrichten gekommen. Es gibt heute noch keine Dokumentationspflicht für einen Vorfall. Stichwort GDPR. Das heißt, wir werden erst wirklich richtig sehen, was draußen in der Fläche los ist im Security-Bereich, wenn GDPR veröffentlicht wurde. Und wir wissen aus internen Quellen schon, das ist sehr, sehr viel mehr. Also das, was in den Nachrichten ist, ist nur die Spitze des Eisbergs. Und Alex, du bist ja auch im Security-Bereich unterwegs. Was ist das Wichtigste heute, um secure zu bleiben? Ganz simpel. Härtung. Härtung, ja, aber das Allerwichtigste ist einfach alles Stay current. up-to-date. Ja, stay Yes. current. Stay current, mit allem. Und ich bin immer noch bei Kunden unterwegs mit Windows 7, die haben Treiber von vor 15 Jahren im Einsatz, wo man sich denkt, ja, das kann man schon so machen. Aber die funktionieren doch und never touch a running system haben wir doch vor 20 Jahren gelernt. Das ist der Punkt, Erik. Genau das. Never touch a running system. Das ist das, was sich ändert. Denn das Motto läuft nicht mehr.
Und heute heißt das Motto, ich nehme jetzt ein ganz, ganz böses Buzzword in den Mund. Jetzt kommt's. Evergreen. Uah. Ja, Evergreen. Und dann erklären mir irgendwelche Leute stundenlang, was Evergreen ist. Evergreen, so simpel, wie man es beschreiben kann. Evergreen heißt halt alles up to date. Alle Tools, alle Applikationen, alle Treiber, das Betriebssystem, einfach alles. Es ist ganz simpel. Also so simpel, wie es ist, ist es nicht. Es ist natürlich relativ umfangreich, weil ich von meinem alten Modell auf dieses neue Modell jetzt springen muss. Und das hat natürlich fatale Konsequenzen. Und wenn man sich in der IT-Branche mal ein bisschen umschaut, man schaut mal auf Oracle, Java 9 soll zweimal im Jahr Major Release bekommen. Bei Citrix gibt es auch eine LTSR. Beim Linux gibt es auch genau das gleiche Modell, oder nicht genau gleich, aber ein ähnliches Modell wie im Windows 10, genauso wie bei Apple. Aber Apple hat es schon jeher so gemacht. Und da geht es jetzt dahin, diesen Schwenk in diese Zukunft zu machen. Das ist das Wort Transformation. Transformation heißt, das, was da kommt, ist definitiv deutlich anders, als wie wir es heute machen. Es gibt zwei Wege, zur Transformation zu kommen. Ich sage immer, der leichteste Weg zu scheitern in einer Transformation ist, ihn als inkrementelle Änderung zu betrachten. Ja? Das heißt, ich habe meine Kunden... Ja, ja. Ich muss auch ein bisschen philosophisch werden. Jetzt bin ich gespannt, was da gerade kommt. Ja, das, was ich jetzt heute bei meinen Kunden sehe, ist genau das. Ja, Windows 10 wird als inkrementelle Änderung betrachtet. Es ist genauso wie vorher, ist ein bisschen schicker, ein bisschen schöner, hat ein paar neue Clicky-Bunty-Features, aber es ist ja genau das gleiche wie vorher. Also kann es einfach deployed und benutzt werden und wir können damit arbeiten. Was aber passiert ist, dass diese ganzen fatalen Folgen der Transformation, also der Anforderungen an Evergreen, der kontinuierlichen Updates, auch der kontinuierlichen Deployments, dann zur Konsequenz haben, dass man, ich sage jetzt mal böse, erzogen wird. Entweder entweder sie läuten die Transformation ein oder die Transformation kommt zu ihnen. Und was ich ganz häufig sehe, ist, wenn die Transformation zu ihnen kommt, dann kommt sie meistens in Form von sehr dicken Wänden und das Ganze ist oft sehr schmerzlich. Das heißt, von Release zu Release merkt man, oh, da haben wir ganz viele Probleme gehabt. Ei, das hat nicht gepasst. Wir haben es zeitlich nicht geschafft. Unser Ressourcenteam ist komplett überlastet. Wer hätte denn sehen können, dass das Ressourcenteam auf einmal mehr arbeiten muss, wenn zwei Releases pro Jahr kommen? Diese ganzen typischen Themen. Und dann wird man von der Transformation erzogen. Das ist das eigentlich, was relativ wehtut. Als digitale Transformation ist in Deutschland auch noch nicht sehr gut angekommen. Ich versuche, das Ganze so ein bisschen zu streuen. Was heißt eigentlich digitale Transformation? Ist dieser Bruch, den Erik eben ganz kurz hatte. Ich möchte nicht mehr IT nur als Werkzeug benutzen. Ich möchte nicht jetzt nur meinen PC haben, den genauso benutzen wie früher, sondern ich möchte IT wertschöpfen. Nicht nur diese blöde Kostenstelle, die ich über die letzten Jahre versucht habe zu reduzieren, sondern ich möchte Gewinne aus der IT produzieren, neue Businessfelder erschließen, eventuell den Usern es leichter machen, Collaboration fördern, Zukunftstechnologien benutzen und diese aber auch immer zu jeder Zeit relativ zügig einsetzen zu können. Und das ist so ein Thema, da kämpfe ich momentan, ich sage jetzt mal, an der vordersten Front und es ist nicht immer ganz leicht, weil dieses Denkenwechsel ist extrem anspruchsvoll. Also da muss man, sagen wir mal, wirklich diese 3-4 Ideen erstens verstehen und auch sehen, dass es gerade in der Mache ist, dass es gerade in der Fläche passiert. Lass uns noch mal kurz zusammenfassen, weil das ist tatsächlich immer noch eine Frage, die ich zumindest sehr häufig gestellt bekommen habe oder bekomme heute auch noch. Bei Erik ist das, glaube ich, auch so. Was sind denn dennoch Treiber, wenn du jetzt gerade vor diesen kompletten Transformationsprozess sagst und dass er auch sehr umfangreich ist, da könnte man natürlich auch argumentieren, haben wir verstanden und wir sehen es auch für uns. Mhm. Wir wollen das auch irgendwann angehen, aber jetzt für den kommenden Release werden wir Windows 10 nur im LTSC
Service oder im LTSC-Modus laufen lassen. Das heißt also, wir werden nur LTSC-Images installieren und wir werden nicht auf Kundenbranch for Business gehen. Dann können wir eben diesen kompletten Prozess erstmal noch ein bisschen nach hinten schieben und können erstmal alles andere drumherum straff ziehen. Was sagst du denn so den Kunden? Ja, das ist das Typische, was ich sehe. Man hält sich am letzten Strohhalm fest, welche Variante sieht denn noch so halb so ähnlich aus wie das, wie wir es heute machen, damit wir uns nicht verändern müssen. Das ist so ein bisschen noch so die Lethargie, die da, ich sage jetzt mal böse gesagt, in den Knochen steckt, dass man nicht so viel auf einmal ändern muss. Es ist aber am Ende des Tages keine gute Entscheidung. Also für alle, die in der LTSC erwägen oder abwägen. Das ist nicht eine Lösung, die sinnvoll ist, aus vielerlei Gründen. Einer der größten Gründe, es ist platziert für spezielle Systeme, für High-Risk-Systems. Also nehmen wir mal eine Industriestraße. Diese Geräte dürfen nur so selten wie möglich, am besten gar nicht angefasst werden. Dafür ist ein LTSC eigentlich gedacht, denn ein LTSC unterstützt die bis dato aktuellsten CPUs, denn diese werden vom Betriebssystem unterstützt. Da gibt es Architekturen auf den CPUs, da gibt es Funktionalitäten, die CPUs anbieten, die werden im Betriebssystem eingebettet. Jetzt kommen mit der Zeit neue CPUs raus, mit neuen, schönen Features und Architekturen und allen möglichen. Nun ist es so, wenn wir diese unterstützen wollen würden, müssten wir das Betriebssystem anfassen. Wir müssten Updates oder Veränderungen in das Betriebssystem einfliegen. Das möchte man aber beim LTSC nicht, weil der LTSC soll ja nur funktionieren und zwar sehr stabil. Das heißt, die LTSC-Version unterstützt nur die bis dato erhältlichen CPUs, was aber heißt, dass es mit der Zeit auseinanderläuft. Also nehmen wir jetzt mal die 1607er an. Die LTSC 1607 unterstützt die Kaby Lakes. Jetzt kommen die Cannondale und die Coffee Lakes. Und das Ganze wird die nächsten Jahre weitergehen und circa Mitte, Ende des Jahres von 2019 wird erst die nächste LTSC-Version veröffentlicht werden. Das heißt, man braucht bis dahin Hardware, die man im schlimmsten Fall auf Halde haben muss. Jetzt gehen wir noch ein bisschen weiter. Heißt das, dass wir 2019, also Ende 2019, direkt alle 10.000 Geräte, wenn wir 10.000 hätten, von einem Tag auf den nächsten auf die neue LTSC pushen können? Natürlich nicht, weil die wird ja da erst veröffentlicht. Das heißt, ich muss da erst die GPUs erstellen, ich muss das Ganze testen, abnehmen. Was Sie auch nicht vergessen dürfen, da sind jetzt 3 Jahre dann dazwischen. 3 Jahre heißt 6 Releases. 6 Releases, a ca. 100 bis 150 GPOs, a der ganzen Features, die bis dahin reingekommen sind, und das werden eine ganze Menge sein. Alleine der Unterschied zwischen 1607 und 1709 ist gigantisch. Das heißt, Sie müssen dann auf einmal einen riesigen Schlag, also es ist quasi wie eine Windows 7 Migration damals, also von XP auf 7, durchexerzieren in sehr, sehr kurzer Zeit, weil die Zeit davon läuft, und dann irgendwann 2020 das Ganze deployen. Heißt das, dass 2020, wenn wir schnell sind, alle Geräte direkt LTSC haben? Natürlich nicht, denn ich muss das Ganze deployen in einen Deployment-Prozess. Das heißt, es dauert mindestens 1, 2, 3, 4, 5, 6 Monate, bis ich die ganzen Geräte dann auf die neue LTSC-Version gehoben habe. Das heißt, ich habe im schlimmsten Fall 4 Jahre dazwischen, wo ich diese Hardware auf Halde haben muss. Und das ist nur eins dieser Beispiele. Das ist dieser Blocker, würde ich ihn mal nennen. Ja. Ich mache auch immer einen ähnlichen Vergleich, nämlich wenn ein Unternehmen oder ein IT-Admin in der Vergangenheit irgendwie vor 2 Jahren oder sowas mal mit Azure angefangen hat, zu dem, wie wenn er heute anfängt, das Delta, was da jetzt an neuen Funktionen, Produkten, Features reingekommen ist, das ist ungefähr die Entwicklungsgeschwindigkeit, die auch Windows in den kommenden Jahren machen wird. Und je später du diesen Gesamtprozess angehst, umso
Schlimmer wird auch die Migration werden, ne? Ganz ehrlich. Also wenn ich heute sehe, wie viele neue Features wir in Windows 10 bekommen haben seit irgendwie 29.07.2015, beziehungsweise 2008er, zu dem, was quasi jetzt neue Unternehmen oder Unternehmen, die jetzt gerade in den Prozess einsteigen, an Aufwand reinstecken müssen in den kompletten Migrationsprojekt von Windows 10, das ist echt ein gutes Stück mehr. Und wir brauchen diese ganzen neuen Features nicht, das ist halt einfach. Ja, das liegt aber auch daran, das war so meine Erfahrung, dass Features oft mit Clicky-Bunty-Features gleichgestellt wird. Features, das ist irgendwas, was wir nicht brauchen. Fakt ist aber, wenn man mal durch die Timeline durchgeht, dann sieht man, dass Features in den letzten Releases 70 bis 80 entweder Security-Features waren und oder Administrations-Features, die das Leben der Administratoren leichter, besser und handlicher machen. Das heißt, die sind Features, die sie wollen als Enterprise-Kunde, definitiv. Und irgendwann wird dann auf einmal auch die Stimme lauter werden, wo es dann heißt, oh nee, aber das hätten wir jetzt schon gerne, warum können wir das denn nicht? Ach so, LTSC haben wir genommen. Na gut, dann stellt doch mal bitte um auf den aktuellen Branch. Also so kleine Erfahrungswerte, was wir gesehen haben. Wir hatten ein paar Kunden, die sind auf LTSC eingestiegen. Die haben relativ zügig gemerkt, wie diese Schere auseinandergeht und schwenken jetzt gerade oder sind schon bereits auf den Semi-Annual Channel geschwenkt. Das so als Info. Ja. Aber lass uns doch mal auf die Features gucken, die so ein SAC so spannend machen, weil das ist tatsächlich die Diskussion, die, glaube ich, führen wir alle beim Kunden. Du verpasst jede Menge und gerade in der Sicherheitswelt verpasst du jede Menge, wenn du auf den uralt Releases hängen bleibst. Lass uns doch mal anschauen. Ja, klar, gerne. So, dann gehen wir mal einen Tacken weiter. Also, wir haben diese Kiosk-Configuration, wo wir mehrere Applikationen jetzt mit der 17.09er mit einer XML-File anhängen können. Das kann jedem nur geben, die Informationen bieten, dass wenn Sie solche Kioskgeräte haben, das einfach mal anschauen sollten. Das macht es super leicht handelbar und auch die User Experience ist deutlich besser. Dann gehen wir weiter im Bereich Security. Ja, wie ich eben schon gesagt habe, Security ist ein sehr, sehr großes Thema. Auch mit einer Windows 10 17.09 werden Security Baselines vorgestellt. Da ganz wichtig, als Hausaufgabe mit jedem Release diese Security Baseline runterladen. Zu finden als Security Compliance Toolkit, mit dem Sie dann ein Diff zum vorherigen machen können. Also wie ist hier die Vorgehensweise? Ich schnappe mir beim neuen Release die neue Security Baseline, vergleiche die mit der, die ich im letzten Release eingesetzt habe, da werde ich ein Delta rausbekommen. Dieses Delta sind ungefähr 100 bis 150 GPOs neu und oder verändert und die muss ich konfigurieren. 100 bis 150 GPOs, das geht ganz gut. Wenn Sie jetzt überlegen, 6 Monate, 600 bis 900, das tut schon richtig weh. Da werden Sie einiges zu tun haben. Eins dieser Security Features ist der Application Guard. Und zwar gibt es diese simple Idee, oder wir haben in der Vergangenheit immer gesehen, das Absichern auf Software-Ebene, also Software so sicher zu machen, dass sie 100% sicher ist, geht halt nicht. Es gibt immer Mittel und Wege, die ausgeschöpft werden. Deswegen fängt man jetzt insbesondere mit Windows 10 an, Software mit Hardware zu kombinieren. Daraus entstanden ist das sogenannte Virtualization-Based Security. Virtualization-Based Security heißt, ich mache mir den Hypervisor zunutze, dass ich in Anführungsstrichen virtuelle Container und oder virtuelle Maschinen hochfahren kann, die aber mit meinem System nichts zu tun haben. Das heißt, ich kann entweder sehr, sehr sichere Sachen, also alles, was schützenswert ist, wie zum Beispiel Funktionalitäten aus dem Kernel in so abgetrennte Container schieben, oder ich drehe das Ganze um, ich starte bestimmte Applikationen in so einen Container, weil ich Angst habe, dass da irgendwas Böses drin ist. Und der Application Guard ist der letztere Fall. Das heißt, ich habe hier den Microsoft Edge. Da definiere ich jetzt eine Whitelist. Also eine Whitelist der zum Beispiel der Intranet-Webseiten und oder der Webseiten, mit denen die User standardmäßig häufig arbeiten. Die werden ganz normal in den normalen Edge-Browser geöffnet. Aber die jetzt unbekannt sind, nehmen wir mal an, da kommt eine E-Mail reingeflattert,
Aufgrund von Gehaltsproblemen müssen wir leider dein Gehalt um 10% kürzen. Du hast aber auch nicht sehr gut performt. Hier kannst du sehen, hier kannst du eine genaue Aufstellung sehen, wieso und weshalb, warum. Und ich gebe Brief und Siegel, dass so eine E-Mail, wenn die halbwegs auch noch authentisch ist mit dem Kundenlogo, dass da 80% auf den Link klicken, dann öffnet sich eine Webseite und da könnte dann Malware drauf sein. Und hier würde jetzt der Application Guard einspringen. Das heißt, diese Webseite ist nicht bekannt, ist nicht weit gelistet und hier würde das Ganze in einen virtuellen Container laufen. Die Malware, die würde laufen. Die würde auch den Container kaputt machen. Das hat aber nichts mit unserem Betriebssystem zu tun. Das heißt, der Container würde zwar kompromittiert werden, dadurch, dass es aber in einem virtuellen Container ist, ist dieser Container von unserem Betriebssystem getrennt und unser Betriebssystem ist geschützt. Im Zeitpunkt, wo ich dann das Tab wieder schließe, ist der ganze Spuk auch schon wieder vorbei. Das ist der Application Guard, der war bereits für 17.03 angekündigt, ist jetzt in 17.09 offiziell platziert worden und ich bin auch gespannt, der Name heißt nicht ohne Grund Application Guard, das Ganze wird in der Zukunft bestimmt auch noch für andere Applikationen ausgeweitet werden. Und es ist tatsächlich total simpel zu enablen, vielleicht sollte man das kurz erwähnen, es ist einfach wirklich das Windows-Feature, Application Guard, einen Neustart und schon geht's los, dann läuft das Ding schon mal im Standalone-Mode. Das heißt, ihr kriegt dann im Edge so einen Button Application Guard öffnen und dann öffnet sich eine neue Edge-Session, die dann geschützt ist. Oder man fängt dann halt an, das Ganze noch per Chrome-Richtlinie entsprechend enterprise-fähig zu konfigurieren, samt Whitelisting und allem drum und dran. Also es ist tatsächlich auch wirklich simpel einzusetzen und kein riesig großer Management-Aufwand. Ganz genau. Und das ist ja auch Ziel von allen Features, die wir benutzen, dass der Aufwand zumindest mit der Zeit deutlich sinkt. Dann haben wir den wunderschönen Windows Defender Exploit Guard. Und der Exploit Guard bringt eine ganze Palette an Sicherheitsfeatures. Alles, wo es in Richtung Host Intrusion Prevention geht, Netzwerkverbindungen, Controlled Folder Access. Und hier haben wir einmal so die grobe Übersicht, die Unterteilung dieser Sicherheitsfeatures. Einmal Exploit Protection, wo auch das EMET, Teile des EMETs sind jetzt ins Windows 10 eingewandert. Das heißt, Sie können, wenn Sie EMET in Benutzung hatten oder haben unter Windows 7, diese Funktionalitäten auch unter Windows 10 jetzt benutzen. Das war bereits unter 17.03 fähig mit PowerShell. Jetzt heute auch und auch über GPOs und auch über die UI und auf jeden Fall ein Blick wert. Dann habe ich Attack Surface Reduction Rules, wo ich bestimmte Angriffsszenarien abfange. Network Protection, wo ich sage, dass bestimmte Konnektivitäten geblockt werden. Controlled Folder Access, wo ich bestimmte Zugriffe auf bestimmte Ordner reduziere, um zum Beispiel Ransomware zu mitigieren. Jetzt gehen wir weiter. Schauen wir uns hier einmal das Ganze an. Es gibt, das gebe ich als Tipp mal mit, ein sogenanntes Exploit Guard Demo Tool. Das finden Sie relativ zügig unter Exploit Guard unter den Docs. Und da sehen Sie diese ganzen Szenarien. Und diese ganzen Szenarien, ich spiele zwar rüber. Hier sehen Sie es. Und hier haben wir mal so ein paar Regeln, die wir gleich mal auch schon mal durchspielen können. Zum Beispiel Block Executable Content vom E-Mail Client and Webmail. Das heißt, Excel-Dateien, die über E-Mail-Clients bzw. Webmails gekommen, können direkt deaktiviert werden. Applications, die Child-Prozesse erstellen, eliminieren. Das heißt, da, wenn Sie da welche haben, die unbekannt sind, können Sie allen unbekannten Applikationen das verbieten. Creating executable content über ein Office. Injecting into other processes. Das ist typisch ein Weg, der heute auch noch sehr stark genutzt wird, um Malware zu platzieren. Das heißt, ich bin Malware in einem Prozess und ich platziere einfach ein Stückchen anderer Malware oder des Malware-Teils in andere Prozesse und versuche diese dann auszuführen oder diese starten sich mit der Zeit automatisch. Und ganz wichtig hier auch das Block Execution of Potential Obfuscated Scripts, was das Ganze deutlich absichert. Also ich bin ja auch im Bereich PowerShell und PowerShell Security unterwegs. Jetzt muss ich ein bisschen ausholen, warum das hier so wichtig ist.
PowerShell Security bietet die Möglichkeit, Skripte white zu listen und black zu listen. Und im Windows 10 gibt es den Anti-Malware-Scan-Interface. Das heißt, alle Skripte, über VBS und oder über PowerShell gestartet werden über den AMSI geschickt. Der AMSI ist ein Teil des Windows Defenders, beziehungsweise ist kein Teil davon, sondern der arbeitet mit dem Windows Defender zusammen. Diese Skripte werden jetzt auf Malware analysiert. Das funktioniert auch, wenn die Malware im Klartext ist. Das heißt, wenn sie Mimikatz jetzt live laden würden, also dynamisch laden würden, dann würde das Ganze unterbunden werden. Das Problem ist, dass die Angreifer sehr gewieft und sehr getrickst sind. Das heißt, die nutzen sogenannte Obfuscation. Obfuscation ist ganz simpel. Wenn ein böser Befehl heißt, dann nenne ich es nicht böser Befehl, sondern BÖ plus SER plus Befehl und führe das dynamisch aus. Das heißt, wenn ich da das Ganze über Antivirus scanne, der mit Definitionen arbeitet, gibt es immer Mittel und Wege, wie ich das verstecken kann, wie ich Malware verstecken kann. Das mit Abstand interessanteste oder die interessanteste Verstecktechnik habe ich einmal gesehen, da wurde mit Leerzeichen versteckt. Es war eine Ansammlung von Leerzeichen. Also ob man 3, 4, 5 zusammen hatte oder 3, dann nochmal 3. Und das Ganze war dann Base64 encoded mit Leerzeichen. Wenn man also diese Malware sich angesehen hat, dann bestand die nur zu 99% des Skripts aus Leerzeichen. Und da gab es nichts zu analysieren. Aber Lee Holmes hatte eine sehr clevere Idee. Mit Neural Networks, also neuronalen Netzwerken, kann man bestimmte Erkennungstechnologien bauen. Also nehmen wir mal einen Apfel und eine Birne. Ich weiß, ein Apfel ist rund und eine Birne ist ja so halb. Birnenförmig. Birnenförmig, genau. Dann weiß ich ungefähr immer die Farben. Und dann trainiere ich jetzt mein neuronales Netzwerk und dieses neuronale Netzwerk fängt jetzt an, Features zu identifizieren. Die dann erkennen, ob das jetzt ein Apfel oder eine Birne ist. Das gleiche hat man mit Skripten gemacht. Wollte Lee Holmes einfach mal alle PowerShell-Skripte, die auf GitHub sind, runterladen und analysieren, ob die obfuscated oder nicht sind. Und hat das Ganze gestartet, hat relativ zügig festgestellt, oh, das hätte 2, 3 Tage gedauert, hat mit den GitHub-Jungs gesprochen und hat dann von den GitHub-Jungs direkt diese Daten bekommen, die sowieso frei verfügbar gewesen wären. Hat dann voranalysiert, okay, was ist alles obfuscated und was nicht, was ist Malware und was nicht. Und das haben sie dann dem neuronalen Netzwerk zum Trainieren gegeben. Also, das neuronale Netzwerk, hier, das ist ein Skript, wie ein normaler Admin das schreibt, und das ist ein Skript, wie ein normaler Hacker das schreibt, wie es böse ist. Und mit einer Erkennungsrate, ich glaube, sie waren mittlerweile bei circa 97% um den Dreh, 98%, erkennt diese Erkennungstechnologie, ob das obfuscated ist oder nicht. Obfuscated Code ist in 99% der Fälle Malware. Wenn ich also jetzt hier das Ganze aktiviere auf Exploit-Guard-Ebene und ich sage, hey, bitte alles, was obfuscated ist, nicht ausführen, das können wir mal machen. Mal hier, ich habe meine Regel definiert und der Modus ist erstmal disabled. Jetzt sage ich mal Run Scenario, dann läuft das Ganze einfach durch und nichts passiert. Wenn ich jetzt einen Block mache, Run Scenario, das seht ihr leider nicht, dann springt bei mir in der Notification Bar mein Virus und Threat Protection auf und sagt, hey, dein Exploit Guard hat gerade die Ausführung eines obfuscated Scripts unterbunden. Was das Ganze hier jetzt ermöglicht, in dieser Kombination ist, das heißt, entweder ich habe obfuscated Scripts, die werden blockiert, oder ich habe nicht obfuscated Malware, und die wird von dem AMSI abgefangen. Das ist ein enormer Fortschritt, was es Angreifern extrem schwierig macht, PowerShell und oder VBS als Malware zu nutzen. So, dann gehen wir jetzt mal weiter. Hier habe ich jetzt so ein paar Beispiele, da ist mein obfuscated Scripts. So sah das eben bei mir aus, als das geblockt wurde. In diesem Fall ist es die Controlled Folder Access, dass ich nicht auf die bestimmten Folder zugreifen darf.
Hier hatte ich jetzt das mit der Network Connection, dass die Network Connection blockiert wurde und das Ganze zieht sich komplett durch. Ist ein eigenständiges Thema. Es gibt sogar auf der Ignite Sessions, die über eine Stunde gehen, die nichts anderes machen, als einen Exploit Guard vollumfänglich zu erklären. Unbedingt tun. Dann der Device Guard, ganz wichtig, wurde nochmal umbenannt, zumindest. Zum Exploit Guard auch, muss man ja ganz klar sagen, dass das auch das Feature ist. Wenn man bei Security von Lösungen spricht, dann sagt man ja immer, es gibt nicht eine Lösung, die alles abdeckt. Aber jetzt gerade was das Thema Ransomware angeht, ist Exploit Guard eben ein erhebliches Vehikel dafür, sich davor eben zu schützen, weil es halt ganz klar, Hauptdinge, die eben so eine Ransomware wie jetzt eine WannaCry oder sowas eben macht, also Skripte laufen lassen, Code nachladen, nicht signierte Skripte und so weiter, das sind halt alles Dinge, die man über Exploit Guard super, super charmant abfrühstücken kann und die Konfiguration ist auch geil integriert in Config Manager und lässt sich auch sehr, sehr gut administrieren. Das stimmt. Also definitiv. Und da haben wir jetzt schon wieder fast ein zweites Thema, den Config Manager und diese Zusammenspiel zwischen den beiden. Der Config Manager, ist ja jetzt auch in diesem Servicing-Modell mit dabei und der kriegt natürlich auch Funktionalitäten, diese Features, die clientseitig dann erstellt werden, leichter und besser zu verwalten und auch managen zu können. Und das ist nochmal ein ganz wichtiges Thema, was du hier aufgegriffen hast. Der muss natürlich auch im parallelen Zyklus auch mit abgedeckt werden. Ich wollte gerade sagen, ich glaube, da könnten wir fast noch eine extra Folge zu machen, ne? Ja, okay. Aber das soll es erstmal hier so sein. Wir wollen ja heute ein bisschen zum Windows 10 hören. Ganz wichtig, der Device Guard, zumindest der User Mode Code Integrity, wurde jetzt nochmal sauber umbenannt in Application Control. Das finde ich gut, weil das haben sehr viele Kollegen, also sehr viele Kunden, sehr häufig durcheinander gebracht. Dann haben wir die Windows Information Protection, die auf jeden Fall ein Blick wert ist. Da geht es in Richtung Information Protection, ist das Fachwort, wo sie die Daten in sich sichern und klassifizieren. Und das Ganze erhält noch ein bisschen mehr Zusammenspiel mit Microsoft Office und Azure Information Protection. Dann ein ganz wichtiger Punkt, Windows Analytics. Es gibt im Windows Analytics, das ist ein Cloud-Service, drei Bereiche, Upgrade Readiness, Update Compliance und Device Health. Es funktionieren alle drei nach einem ähnlichen Prinzip. Ich habe Telemetrie auf dem Client und die wird hochgeladen, hochgesendet, automatisiert an ihren Bereich. Was ich ganz häufig sehe in Deutschland ist, da fällt das Wort Cloud und das Ganze ist im Prinzip sofort eingestampft. Das sollten Sie bei diesen dreien tunlichst unterlassen, zumindest beim Upgrade Readiness. Er sammelt alle Applikationen, die auf den Geräten installiert sind, ähnlich wie ein SCCM Software Inventory. Da können Sie dann sehen, Hardware Inventory, sorry, aber für die Software. Da können Sie dann sehen, welche Applikationen installiert sind, also welche Applikationen in Benutzung sind und anhand dessen können Sie im Upgrade Readiness sehen, welche Treiber, welche Applikationen ready sind für das nächste Upgrade, welche abgedatet werden müssen, welche Probleme machen und so weiter. Auch kommend von Windows 7. Das ist das Tool, um das Ganze zu erleichtern. Ich höre immer von Testen. Das sollten Sie auf jeden Fall mit evaluieren. Im gleichen Zuge hatte ich jetzt aktuell einen Blogartikel veröffentlicht, wo ich einfach das hier mal gezeigt habe, wie man sich in der Zukunft aufstellen kann und soll, ist, ich habe oben die Central IT. Hier. Ich habe meine drei Bereiche, die da wären, Information-Based Analysis, Reactive Testing und Proactive Testing. Information-Based Analysis ist alles, was ich im Prinzip an Informationen mit Tools auslesen kann. Da ist das Tool der Wahl Upgrade Readiness. Dann habe ich den Bereich Proaktives Testing, das kennt jeder Kunde. Vorher alle Applikationen installieren und durchtesten und durchführen. Entweder automatisiert oder manuell. Hier nochmal ein ganz wichtiges Wörtchen zu automatisierten Testing. Das automatisierte Testing ist natürlich immer dahin limitiert, dass es nur das tut, was da auch konfiguriert ist. Viele Kunden springen auf den Zug vom automatisierten Testing auf und finden da sehr großes Gefallen dran. Aber was man nicht vergessen sollte, das ist keine 100%ige Sicherheit. Da ist immer ein Faktor dabei, 0,9 ungefähr,
was ihnen da alles dann durch die Lappen läuft, wären dann mehr als 10%. Und dann haben wir den Bereich reaktives Testing, was primär aus dem DevOps-Bereich kommt. Und diese drei hier sind die, die extrem wichtig sind. Denn sie müssen in der Zukunft aus diesen dreien sich so aufstellen, um das Ganze auch ressourcensparend zu bauen. Ich nehme jetzt mal diese drei in einen Ring und versuche das ein bisschen zu erklären. Standardmäßig sieht es so aus. Alle Kunden und die gesamte IT testet immer alles von vornherein. Es gibt keine oder wenige Tools. Wenn es Tools gibt, dann könnten sie bei Information-Based Analysis ein bisschen hochfahren. Aber die Tools sind auch meistens sehr, sehr zeitaufwendig und geben auch nicht so viele Insights. Reaktives Testing heißt, ich deploye einen Update und schaue reaktiv, ob alles gut ist, ist in der IT momentan heute noch nicht gewünscht. Sie müssen aber langfristig in diese Modelle gehen, weil wenn Sie zwei Releases pro Jahr, alle Releases, alle Funktionalitäten, alle Treiber, alle Applikationen durchtesten wollen, dann merken Sie selber, das wird entweder eine Ressourcenschlacht und oder nicht sonderlich sinnvoll. Das heißt, man nutzt diese Tools, um Informationen einzusammeln als Upgrade Readiness, um im Prinzip vorher schon zu wissen, wo könnten Probleme sein. Ich nutze das reaktive Testing, also ich deploye auf Goodwill auf Geräte in kleiner Anzahl, um im Prinzip den Schaden vorher zu definieren, den maximalen Schaden, wenn dann überhaupt welcher entsteht, und teste im Prinzip live mit meinen Usern. Und das Ganze muss ich in die Richtung reaktives Testing langfristig bewegen. Heißt, proaktives Testing ist natürlich immer noch gesetzt für die wichtigsten Applikationen. Dann sollten Sie mit einem gewissen Risiko abwägen, welche Applikationen sind wichtig, was muss getestet werden, Upgrade muss getestet werden, dass Sie die wichtigsten Sachen, sich auf die wichtigsten Sachen fokussieren. Dann haben wir den Bereich Information-Based Analysis. Da holen Sie sich nochmal die Sicherheit, die Insights einfach vorher ab. Sie wissen vorher schon, welche Applikationen nicht funktionieren. Die ISVs arbeiten mit uns zusammen. Auf readyforwindows.com können Sie Applikationen prüfen, ob die auch adaptiert werden und sind. Und Sie haben da im Prinzip auch schon die Remediation mit dabei. Das heißt, wenn eine Applikation nicht im nächsten Release funktioniert, dann hören Sie, dann können Sie auch direkt nachlesen, was denn die Remediation-Empfehlungen sind. Das heißt, müssen Sie nur die Applikation updaten, müssen Sie den Hersteller kontaktieren, müssen Sie es vorher deaktivieren, wie auch immer. Und dann bewegen Sie sich langfristig in Richtung Reactive Testing. Und ich bin jetzt mal ganz radikal an dieser Stelle. Wenn diese Entscheidungen aus irgendeinem Grund abgelehnt werden, also wenn Sie Upgrade Readiness ablehnen und oder reaktives Testing ablehnen, heißt das im Umkehrschluss, dass die Prozente, die Sie hier sehen, 70 und 20, nach links wandern, im Bereich proaktives Testing, weil reaktives Testing ja nicht gewünscht und gewollt ist. Das heißt im Umkehrschluss aber, proaktives Testing ist mit sehr vielen Ressourcen verbunden, mit gebundenen Ressourcen. Und diese Ressourcen werden immer eingebunden, egal ob Fehler da sind oder nicht. Beim Reaktiven als Beispiel, reaktives Testing, da haben Sie eh durch die Applikationskompatibilität eine Ausfallrate von weniger als 10%. Also wir haben Applikationskompatibilitätsrate von über 90%. Das heißt, 90% werden überhaupt gar keine Fehler verursachen. Das heißt, 90% der Arbeit fällt weg. Hingegen, wenn Sie das aber im proaktiven Testing machen, müssen Sie ja trotzdem alle Applikationen testen, egal ob Fehler da sind oder nicht. Wenn Sie sich dafür entscheiden, Upgrade Readiness und reaktives Testing wegzulassen, was relativ ressourcensparend ist, beides, das obere mit dem Tool, das untere aufgrund der Tatsache, dass sowieso sehr viele Applikationen kompatibel sind, dann binden Sie natürlich auch sehr viele Ressourcen. Was ich sehe bei meinen Kunden, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, die Diskussion ist immer so, nee, wir machen das nicht so, wir machen das nicht und wir machen das so wie vorher auch. Da kommt ganz oft der Spruch, wir können das ja nicht machen wie die Hersteller und am Kunden testen. Wir müssen, wenn wir was rausgeben, muss das safe sein und muss das alles gut sein und das muss schon 5-mal durch die Abnahme gelaufen sein und so. Ich verstehe das bis zu einem gewissen Maße tatsächlich auch, weil es ja durchaus Firmen gibt, die gewisse Sicherheitsanforderungen, Dokumentationsanforderungen etc. pp. Haben, um irgendwelche Zertifizierungen einzuhalten.
Auf der anderen Seite bin ich aber auch ganz und gar bei dir. Es gibt einfach Tools, die muss ich nicht testen. Also ob ein 7-Zip jetzt unter 17.03 oder unter 17.09 läuft, wenn ich das in einem Testplan sehe, dann kriege ich geistigen Krampf. Ja. Ich stelle mal die schmerzhafte Frage. Wie viel Telemetrie oder was brauche ich denn? Woher kommen die Daten? Fragen wir es so. Ja, das sind die Daten auf den Maschinen. Da werden lediglich die Telemetriedaten des Level 1 abgenommen, die sowieso sehr viele Kunden bereits schon in Windows 7 hatten. Das ist immer ganz interessant zu sehen. In Windows 10 ist das alles böse und schlimm, aber in Windows 7 ist es eigentlich alles schon so konfiguriert gewesen. Nur da gab es dieses böse Wort Telemetrie nicht. Mhm. Und diese Daten, die habe ich auch im SCCM. Das ist ja nichts Sensibles. Das ist ja lediglich, oder was heißt lediglich, sind die installierten Applikationen, die installierten Treiber, die da abgesammelt werden. Level 1 entspricht der Basic-Telemetriestufe, ne? Richtig. Basic ist benötigt für Upgrade-Readiness. Es ist so eine Art Quid pro Quo, muss man sich das vorstellen. Das heißt, Sie haben Ihren eigenen Container in der Cloud. Sie laden Ihre Daten zu Ihrem Unternehmen hoch. Diese Daten sind weder unternehmensbezogen noch userbezogen. Das heißt, mit den Daten selber könnte man nicht herausfinden, welcher User oder welches Unternehmen sich dahinter befindet. Das Ganze ist komplett gekapselt. Sie profitieren von allen anderen Kunden, die Daten hochladen, und Sie laden auch hoch Ihre Daten für alle anderen Kunden. Das heißt, wenn ein Kunde SAP ein Early Adopter ist und nutzt SAP in der 17.09 mit 10.000 Geräten, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass es funktioniert. Diese Daten erhalten Sie. Das heißt, Sie sehen dann, bevor Sie das Upgrade machen, SAP hat eine sehr hohe Adoption-Rate, das funktioniert. Und das ist so ein bisschen Geben und Nehmen auf einer sehr, ich sag mal, gesicherten, abgesicherten Variante. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Also ich habe die Diskussion immer und immer wieder. Eigentlich müsste man es ganz eiskalt so präsentieren, wie es hier präsentiert ist. Das heißt, ich habe proaktives Testing. Diese Prozentzahl ist mal Ressourcen. Das geht 1:1 durch. Das schlägt 1:1 durch. Wenn die Prozentzahl höher geht, habe ich höheren Ressourcenaufwand. Information-Based Analysis hilft extrem. Also wenn Sie Upgrade Readiness haben, da geht die insgesamte Arbeit, die Sie da überhaupt einplanen müssten, geht um einen riesigen Prozentwert automatisch nach unten. Und das reaktive Testing verursacht auch nur dann Arbeit, wenn Fehler auftauchen. Das heißt, bei einer Prozentrate von weniger als 10%. Wenn Sie also der Meinung sind, Sie müssten da alles testen, dann ist das okay, dann obliegt das Ihrer Entscheidung. Aber dann müssen Sie das Ganze auch validieren gegen den Ressourcen. Was ich nämlich ganz häufig sehe, ist, das Ganze muss das Client-Team machen. Das Client-Team hat aber nur 4, 5, 6, 7 Leute. Und die sind gerade mit der Migration beschäftigt. Die Migration in sich ist ja schon ein enormer Aufwand. Und dann kommt das erste Upgrade. Und was passiert? Das haben wir jetzt in 15.11 gesehen. Es wird verschlafen. Es wird ignoriert, weil es gibt andere Sachen, die wichtiger sind, die höhere Priorität haben. Und da müssen Sie sich langfristig umstellen. Das Ganze hier, also das ist die Idee dahinter, wie Sie den optimalen Zustand erreichen können. Was meine Kunden momentan lernen, ist, sie starten hier und rennen in die ersten Schmerzen. Diese ersten Schmerzen heißt, das Client-Team hat eine so hohe Ressourcenbelastung, dass es nicht alles abdeckt und oder dass die Releases nicht rechtzeitig rausgehen und oder dass sehr viele Probleme entstehen. Und das ist so eine Art Teufelskreislauf. Da wollen Sie nicht reinkommen. Und im nächsten Schritt wird versucht, das Ganze mit Outsourcer, also mit externen Ressourcen abzufangen, und dann wird eventuell irgendwann die Entscheidung getroffen, ja, wir müssen uns ändern, wir müssen uns umstellen. Und dann geht es so ein bisschen in die Richtung hier und irgendwann in die Richtung. Ich habe alle Kunden schon gesehen in diesem Werdeprozess. Und dieser Werdeprozess ist ein relativ schmerzlicher, weil um das hier irgendwann zu targeten, also um das hier irgendwann durchzuführen, müssen sie erst die ganzen Fehler sehen, warum die vorherigen Varianten, also so wie man es früher gemacht hat, warum das nicht mehr gut ist. Das ist so ein Werdeprozess. Und ich versuche, das proaktiv zu platzieren. Ich will eigentlich gerne, dass meine ganzen Kunden nicht durch diesen Schmerz durchlaufen müssen, aber manchmal
tun sie es dann Manchmal trotzdem. betteln sie danach, es doch dürfen, es doch machen zu dürfen. Ja. Ja, also ich weiß nicht, habt ihr schon Kunden aus dem mittleren Bereich, also hier in dieser Ausstellung gesehen oder? Ja, also wir sind da selbst als Unternehmen dabei, unsere Kunden da genau in die Richtung zu beraten. Und es geht da ja viel auch um die Verantwortung, ne? Also wer macht das denn? Und tatsächlich Definition von Rollen und Verantwortlichkeiten. Also wir sind da häufig wirklich in einer Prozessdiskussion, weil wir da viel ändern. Die technische Umsetzung am Ende ist eigentlich das geringere Übel an der Stelle. Von daher, ja, wir haben viele Kunden, die noch auf dem ersten Level sind. Durchaus einige Kunden, die so in der mittleren Stufe sind. Ich würde behaupten, so zum Third Stage hat sich noch keiner vorgewagt. Ja, außer Microsoft. Also wir sind Ja, ihr seid die Besten und Schönsten, das wissen wir Da, das habe ich jetzt nicht gesagt. Alles gut. Ja, okay. Das noch so mal als Fazit. Dann noch ein Ausblick. Ich werde immer wieder gefragt, hey, also ja, es gibt noch viel mehr. Also das heute war rein ein Überblick über die Features. Ich werde aber immer wieder gefragt, hey, wie können wir uns denn up to date halten? Welche Webseiten sind wichtig? Habt ihr keinen Workshop? Habt ihr keinen Skype-Call? So wie beim Office oder wie bei den Security-Updates, kurz und knackig in der Stunde runterrattern. Und das Ganze machen wir jetzt hier mit euch, ne? Einem Sehr Geek-Sprech, gut. jedes halbe Jahr. Also da machen wir es auf jeden Fall. Hier sind auf jeden Fall die wichtigsten Links, die ich jetzt mal gesammelt habe für meine Kunden. Wenn diese Links alle mal durchschauen, da werden entweder die wichtigsten Informationen platziert nach oder kurz vor dem Release und oder Sie können die aktuellen Versionen einsehen. Und wir arbeiten auch gerade an so einem Skype-Call, Schrägstrich-Workshop. Da müssen wir noch die richtigen Mittel und Wege finden, um das Ganze jedes halbe Jahr auch den Kunden zur Verfügung zu stellen. Super. Die Slides bzw. die Links findet ihr auch in den Shownotes. Die werden wir also dazu packen. Und falls ihr noch Fragen habt, kommentiert das auch gerne unter dem Video. Wir werden versuchen, da auch bestmöglich und zeitnah darauf zu antworten. Wir freuen uns riesig, David, dass du dir die Zeit genommen hast, da wieder mit uns durchzugehen. Das war sehr ergiebig, wieder sehr viel Diskussion, sehr viele neue Impulse für mögliche neue Features, neue Funktionen, die man aktivieren, pilotieren sollte. Auch da, falls ihr irgendwie irgendwas gesehen habt, was ihr sagt, ey, da würden wir gerne noch mal ein bisschen mehr dazu wissen, dann auch das gerne als Kommentar. Dann greifen wir vielleicht so ein Thema, zum Beispiel Security mit Config Manager, in einer der nächsten Geekshow-Folgen auf. Danke auf jeden Fall an alle fürs Supporten. Wenn ihr das wollt, gebt uns gerne auch bei YouTube ein Like. Da freuen wir uns drüber, genauso wie unter iTunes bei Geeksprech. Das hilft uns im Moment am meisten. Ich würde sagen, das war's für heute. Vielen Dank für dich, für die Unterstützung, David. Und Sehr bis zum gerne. nächsten Mal. Bis zum Ja, nächsten sehr Mal. gerne. Wiedersehen. Ciao. Ciao.